Hey und herzlich willkommen zurück zu City Skylines in Linsengericht mit dem Kumpel. Ich habe jetzt gut 20 Minuten gebraucht, um hier alles zum Laufen zu bringen. Inklusive dessen, dass OBS irgendwie Probleme hatte, CDs nicht aufgenommen hat. Also war jetzt wirklich eine Qual. Und es ist auch immer noch nicht so ganz laggy. Ich traue mich jetzt trotzdem mal und hoffe das Beste. Und hoffen wir das zusammen. Denn es wäre schade, wenn es nicht läuft. Aber wir sehen hier, er hat immer noch Gedächtnispausen. Ich kann aktuell nicht sagen, woran es liegt. Wir werden uns einfach mal ein bisschen damit rumschlagen. Und wenn es nicht geht, müssen wir eben die Sache, muss ich dann nochmal neu starten. Und das wird dann wieder eine halbe Stunde oder so dauern. Das wird also schön für mich. Und wenn es dann nicht geht, dann wissen wir Bescheid. Dann muss erst Arbeitsspeicher gekauft werden, damit es weitergehen kann. Da kann ich an der Stelle nur auf Kanalmitgliedschaften und Patreons verweisen, weil das ist aktuell für mich nicht aufrüstbar. So, sprich, das würde dann halt heißen, ich müsste dann jetzt erstmal aufhören mit City Skylines, weil es dann einfach nicht geht. Ja, das wäre schade, aber es ist halt doch so, dass ich, wenn ich das alleine spiele, da habe ich da eigentlich gar keine Schwierigkeiten. Auch bis zu einer relativen Stadtgröße. Man darf aber nicht unterschätzen, und deshalb läuft auch tatsächlich keine Musik, wie viel Beiwerk immer durch so ein Let's Play auch noch läuft. Also OBS, Audacity. Ich könnte versuchen, dass ich noch nur mit OBS aufzunehmen und meinen Ton darüber auch zu capturen. Das wäre sicherlich eine Option. Aber ihr seht, es ist auch gerade wieder. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel richtig gestartet ist. Manchmal geht das auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ja, jetzt hast du hier einen Freeze. Das ist schön, ne? Es hat die ganze Zeit einwandfrei funktioniert. Und jetzt macht es hier so Mucken. Das ist auch manchmal komisch. Ich könnte natürlich versuchen, es mit Fraps aufzunehmen, alternativ, wenn OBS die Ursache dafür ist. Letztendlich glaube ich das aber gar nicht, weil die Grafikkarte gar nicht das Problem ist, ne? Das belastet einfach den Arbeitsspeicher eklatant. Und da fehlt es dann mit 16 GB, haha, das ist ja eigentlich nicht wenig. Da fehlt es für Cities in dieser Form augenscheinlich jetzt schon. Ich werde jetzt einfach doch nochmal, glaube ich, den Neustart wagen. Man sieht es ja. Ist ja nicht anbietbar so. Also halten wir es nochmal an. So, jetzt läuft es doch wieder flüssiger. Ich habe den Rechner neu gestartet, komplett. Und wieder zuerst, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe, zuerst City Skylines angemacht und dann Audacity und dann OBS. Und dann funktioniert es. Ist ein bisschen komplexer, wie mir scheint. Die Bäume sind weg, die hatte ich jetzt nicht mitgespeichert. Weil ich einfach raus bin. Fand ich in dem Falle jetzt erstmal besser. Die Sache so ein bisschen, ja. Jetzt schreibt die Luzi. Bock, bock, bock. Tja, das ist, man muss dazu sagen, der Rechner lief jetzt auch schon wieder über Nacht, weil ich Minecraft und Divinity gerendert habe und abgeloadet habe und dann lief er halt über Nacht und ja. Das war vielleicht nicht ganz gut, ihn so einfach direkt in sowas hier reinzustürzen. Ja, wieder was gelernt. Ab und zu mal neu starten, das hilft. Wie man sieht, es ist doch jetzt annehmbar, denke ich. Und da freut mich auch sehr, weil es wäre schade gewesen, wenn das hier an dieser Stelle schon zu Ende gewesen. Aber die Folge 13 für die Abergläubigen unter euch oder auch die Freunde der Tempelritter. Die Folge 13 ist natürlich, wobei es nicht Freitag der 13. ist, wo sie kommt, aber Folge 13 hat es in sich. So, ich habe da noch ein paar Bäume hingepflanzt. Jeder Baum ist ein Gewinn. So, was wollte ich denn eigentlich machen? Achso, hier entwickelt sich das jetzt so langsam. Und hier, achso, da zieht gar keiner mehr hin, weil aktuell die Nachfrage so niedrig ist. Dann ist ja gut. Wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass die Nachfrage so niedrig ist. Was ich hier jetzt einmal überlegen war, wir haben ja hinten das Terrain bis zu dem Bahnhof. Und ich war tatsächlich am Überlegen, wie man diesen Bahnhof günstigerweise gestalten könnte. Und meine Neigung wäre jetzt tatsächlich, dass wir keinen Kopfbahnhof an der Stelle machen.
Sondern dass wir einen Bahnhof machen, der ja hier hinkommt. Die Züge kommen hier irgendwo aus dem Berg raus und fahren wieder weg durch den Berg. Ne? Das ist die Prämisse. Dann werden wir mit dem Bahnhof immer ein Riesenverkehrsproblem haben. Das ist ein Erfahrungswert. Daher war die Überlegung tatsächlich, wenn hier der Bahnhof eh liegt, wie man das vielleicht in dem Kreisverkehr einbinden kann, möglicherweise. Beziehungsweise, ob man nicht hier halt ja auch schon die Straßenbahn, ob man nicht hier einfach sowas wie ein Kringel macht, wenn der Bahnhof denn dahin passt, das ist nochmal so die nächste Frage, der auch direkt, ja, dieser Kringel ist dann, ja, ich bin auch am Überlegen. Oder aber, wir gehen einen weiteren Weg, was haben wir hier, diesen kleinen Kreisel, dass wir den hier andocken, an den Kreisel und Kreisel am Kreisel. Wir werden dann sehen, wie sich das bewährt. Und den anderen hier, die Frage ist, ob das irgendwie platzmäßig passt. Ich glaube es eigentlich nicht. Jetzt hat man hier diesen Klumpquatsch natürlich hängen. Das ist natürlich eine Menge Zeug, was hier jetzt gesetzt wird von diesem schönen Kreisel. Lass mich nochmal denken. Ich würde das gern mal ohne Verkehrskollaps machen. Ich gehe jetzt mal einen anderen Ansatz. Und zwar für den Bahnhof. Das ist ja hier schon mal ganz gut. Dann umgehen wir den Kreisverkehr. Das ist auch nichts, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Oder wir gehen halt wirklich in diesen Bereich hier. Dass man aus dem Kreisverkehr rausgeht, das ist schon ziemlich steil, ne? Also bleibe ich mal bei dem ersten Plan, wir umgehen den Kreisverkehr. Warum eigentlich so großflächig? Das ist die nächste Frage. So, jetzt würde man hier gerade das Stück am Kreisverkehr vorbei und dann wieder hier gerade zurück, dann hätten wir eine Fläche für den Bahnhof. Ich würde das gerne an den Bahnhof anbinden, dass ihr müsst der Bahnhof. Ach, wir können noch gar nicht. Ach, 11.000 brauchen wir. Dann haben wir das jetzt schon vorweg geplant, ne? Das ist ja gut. Das Bahnhofsgebiet ist damit hier schon mal fixiert. Da können wir erstmal nichts machen, bis wir 11.000 haben. Das heißt, wir müssten ein bisschen noch aufstocken. Da würde ich erstmal hinten den Bereich nochmal angehen. Ich habe wieder nicht geguckt. Asche auf mein Haupt, sage ich da nur. Ich frage mich, ob wir hier irgendwie. Doch, da können wir das hier so am Hang lang gehen. Das mache ich eigentlich ganz gern. Und dann kann man hier vielleicht irgendwie runtergehen noch. Da kommt so eine Straße runter. Und dann wenden wir uns von hier aus weiter. Und knopfen uns an die Straße an. Und können dann hier nochmal tatsächlich so in so einem Bogen und dann vielleicht auch hier, da kommen wir dran, genau. Die Frage ist, wo kommen wir jetzt hier? Können wir hier noch irgendwo quer verbinden? Hier sieht es relativ flach aus. Da kommen wir gut durch. Und da sieht es auch ganz gut aus. Und dann können wir hier am Berg nochmal den Schwung machen auf diese Straße drauf. Das hier ist jetzt natürlich nicht mehr so geeignet zum Wohnen, das ist klar. Wir könnten gucken, haben wir schon hier unten die mehrspurige? Ist das hier Autobahn eine Richtung, zwei Richtungen? Man könnte hier unten hingehen, unten, dass wir hier das so als Schnellstraße ausbauen. Das spart den Leuten so ein bisschen Zeit, die da lang fahren. Ja, das ist hier halt tatsächlich doof, dass wir hier dann so nah schon ans Industriegebiet kommen. Aber man kann es nicht ändern, sage ich jetzt mal an der Stelle. So, was man ja immer braucht, ist Wasser, weil sonst hat man Durst. Weisheiten des Tages, heute Durst. Ich mache hier so ein paar Querverbindungen noch, nicht allzu viele, die brauchen wir nicht.
Aber ein paar brauchen wir schon. Und dann können wir gucken. Hier oben, ne? So am Berg. Also zum einen, hier könnte man natürlich ganz wunderbar irgendwie so eine schöne Kirche, die so ein bisschen. Da geht es auch noch höher, ne? Mit der Kirche, theoretisch. Was haben wir denn da alles, was da so hin kann? Man kann natürlich auch hier vorne irgendwie so das Expo-Center hinsetzen oder sowas. Ganz hässlich. Hier sind also auch so Monolithen im Ach, jetzt verpackt er. Das ist ja normal, dass das so lange dauert. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Hoffe ich zumindest. Ah ja, und ich habe jetzt tatsächlich bei dieser Aufnahme auch sogar auf Stream Deck verzichtet. Weil es ja auch eine Anwendung ist, die läuft dann. Wir fahren also sozusagen auf dem nackten System nur OBS, Audacity und hier dieses Verpackegerät, diese Amazon-App. Hallo, verpacken Sie. Ich finde es immer schön, vor allem wenn man gerade in diesem Weißen ist, ne? Dann ist es noch hübscher. Vor allem hier jetzt. Ah ja gut, Freizeit ist ja nicht so viel, ne? Freizeit und. Ah, jetzt geht's. Bäh, was ist Klumpen? Klumpatsch. Die Klimaforschungsstation. Auch cool. Wobei man könnte jetzt hier, das ist glaube ich eine relativ kleine Kirche hier, die. Die würde sich wahrscheinlich hier ganz gut machen, ne? Da so irgendwo und vielleicht hier so an die Ecke und da vorne macht man so, versucht man so einen Platz zu gestalten. Das machen wir mal so, dass hier die Kirche hinkommt. Sieht auch ganz gut aus. So, dann, ich sagte gerade Platz gestalten, da dachte ich, vielleicht kommen wir irgendwie hier an der Kirche vorbei. Le Kirche. Ja, das heißt, wir haben hier eine Abkürzung geschaffen. Eine Abkürzung für die Würzung. Ich mache mal auf kleine Parks, dann finde ich schneller, was ich suche. Oder auch nicht. Das ist doch hier vorne. Dann machen wir von denen dahin und können da hinten noch für die Kinder einen kleinen Schaukel setzen und den Rest so ein bisschen verbaumen. Dann haben wir hier eine ganz hübsche Ecke und die Leute können da auch durchgehen. Ja, das ist ganz süß. Gibt es denn auch die Möglichkeit tatsächlich, wenn wir hier schon den Weg haben, der da durchführt, dass wir sagen, okay, der führt hier auch noch den Berg runter, dass man hier noch so eine Fußgängerquerverbindung hat? Ja, komm, stell dich nicht so an. Genau, können Fußgänger da auch noch hoch. Das ist ja auch ganz gut. Genauso, wir brauchen auch mal hier noch eine. Nee, das macht er nicht. Warum auch immer. Vielleicht so. Genau, dann gibt es hier auch noch einen Querverbindungsweg. Da kann man hier so ein bisschen, ja, fast schon wandern gehen, möchte ich sagen. Nein, das macht er wieder nicht. Ich bin wieder zu weit vorne. So, da gibt es jetzt noch ein paar Fußwege, die die Sache so ein bisschen spannender machen. Ja, manchmal ist es schwierig. Manchmal ist es sehr schwierig. Du könntest gehen. Ja, guck mal. Ein Fußwegenetz. Gut, was haben wir hier noch? Bildung ist natürlich hier wahrscheinlich schon ein Thema wieder. Ja, nicht so sehr, wie ich dachte. Polizei, Notdienste. Kriegen wir hier oben wahrscheinlich nicht irgendwie das Altersheim hin. Das ist ja eine ganz schöne Lage. Das ist hier aber ein großer Klümpel. Außerdem ist da mein Weg. Hier kann man es leider nirgendwo dran setzen. Also hier ist das nicht. Das ist ein fürchterlich großes Gebäude, ist das. Man kann es nicht anders sagen. Da muss man halt irgendwie mit umgehen. So. Man könnte jetzt natürlich hier noch irgendwie gucken. Passt hier. Die sind viel zu groß. Das ist auch viel zu groß. Auch viel zu groß. Friedhöfe sind allgemein oft viel zu groß. Da würde tatsächlich diese Dings hier daneben passen. Frage ist halt, ob das was aussieht mit der. Ob das so ein bisschen einen Friedhof simuliert. Von der Optik her. Haben wir denn hier beim Bestattungswesen haben wir gar keine Engpässe, ne? Da unten ist ja der Friedhof. Nee, dann nicht.
Dann nicht. Das ist dann blöd. Was ist das hier? Rettungshubschrauberdepot. Sauna. Eine Saunalandschaft. Auch eine Idee. So ein bisschen mit Blick auf ja, Saunalandschaft. Am Ende des Fußwegs, ja? Oder hier hinter der Kirche. Ist auch irgendwie entspannend, wenn dann ab und zu mal die Glocken läuten, ne? Da freuen sich auch schon ein paar Leute. So. Das bekommen wir ja auch hier nirgends hin, ne? Die Unität, also die Bibliothek, die wäre wahrscheinlich auch irgendwo hier so besser untergebracht. Würde wahrscheinlich nicht so schaden, wenn man die irgendwo hätte. Vielleicht ein bisschen zentralistischer, was jetzt nicht so einfach ist. Ich ehrlich bin, weil das bedeutet halt Wohnraumverlust. Und dennoch bin ich geneigt, sie irgendwie so hier hinzusetzen. Oh, guck mal, da verlieren wir nur. Nee, nee, wir verlieren immer eine Menge Gebäude. Aber hier geht's auch noch rein. Da verlieren wir auch eine Menge Gebäude. Aber es ist schon schöner, wenn da eine Straßenbahn hält, ne? Die hält da, dann hält sie wahrscheinlich hier nochmal, ne? Ja, genau, hier hält sie. Dann setzen wir sie jetzt hier vorne auf die Ecke. Dürfen wir nicht, weil dann denkmalgeschütztes Gebäude ist, oder wie ist das? Was ist das Problem? Das war ja schön gezielt. Können wir direkt wieder umziehen. So. So, dann haben wir das gefixt und das gefixt. Dann haben wir die hier sehr zentralistisch, eine Bibliothek. Die macht hier auch ganz schön was. Also es ist mir ein bisschen zu viel Beton noch. Ich habe die Hoffnung jetzt, wahrscheinlich habe ich jetzt so zielsicher gesetzt, dass hier kein Baum hinpasst. Nee, doch da. Weil, wer will denn eine Bibliothek ohne Baum? Nein, schade. Jetzt. Ach so, man sagte mir, ich könnte das Clipping von den Straßen ausstellen. Jetzt entsinne ich mich gerade. Ich finde das immer ganz spannend. Es hilft nichts, ich finde es spannend. Hier vorne kriege ich wahrscheinlich nirgends einen hin, aber das ist auch ganz gut. Dann ragt die Ecke so ein bisschen zwischen den Bäumen raus. Und vorne die andere Ecke auch, das ist eigentlich cool. Eigentlich cool. So, warte, ist das hier im Straßenmenü, dass ich das ausstellen kann? Wahrscheinlich nicht. Straßenzustand, ja. Dann wahrscheinlich unter Einstellungen, Optionen, Gameplay vielleicht. Ich schau mal kurz. Wir könnten die Straßennamen tatsächlich mal ausmachen, das ist vielleicht immersiver. Die können wir ab und zu dann wieder anschalten. Straßenmenü, gibt es das hier? Nein. Ich guck mal kurz. Sonstiges. Aha. Ha, aha. Das sind ja nur die Tastenbelegungen. Das ist das Gameplay. Jo, Grafik. So, naja, gut. Da ist es nicht. Und ich hätte jetzt hier gedacht, oder ist das hier irgendwo? Abknicken, umschalten. Anpassen mit Winkel, Straßenlänge, Netz, Straßenvorgabe. Ich weiß nicht, was das macht. Das Anhebungsschritt, das ist dieses Zeug. Hier gibt es noch einen Berater. Ansonsten sehe ich jetzt nicht, wo ich das tun könnte mit diesem komischen Clipping von den Straßen, was wir ja manchmal schon drüber geredet haben. Wie ich das ausschalten könnte. Bin ich dankbar für Tipps und Ratschläge. Ich würde sagen, hier unten machen wir hier so ein bisschen eingangs. Hier sitzt noch so ein bisschen kleines Gewerbe.
Wir machen. Hier oben ist ja relativ flach. Da könnte man so ein bisschen das. Hier zumindest auf dieser Straße machen wir es ein bisschen städtischer. Dass da auch mal die Bevölkerungsdichte noch ein bisschen steigt. Das wollen wir ja jetzt. Da ist dann eine etwas dichtere Besiedlung vorgesehen. Ich glaube, in dem Falle hier, weiß ich nicht, also ich glaube, viel abreißen müssen wir hier nicht. Vielleicht ein Haus oder so. Weil einfach da durch den Berg, da kommt es eh nicht gut hoch. Dann stehen hier jetzt lauter Popelhäuschen. Ja, machen wir da auch noch. Den Hang können wir noch bewalden. Das macht die Sache noch ein bisschen hübscher. Wenn die Leute schon hier oben so wohnen müssen, über der Autobahn, Bundesstraße, wie auch immer. So, er verpackt wieder. Was ist denn mit dir los? Zweimal verpacken in einer Aufnahme? Du verpackst doch sonst nicht so viel. Bist du wirklich jetzt das Nebenjob? Wahrscheinlich. Da brennt's. Die Feuerwehr kommt aber nicht, weil sie verpackt ist. Die ist irgendwie Christo in die Finger gefallen. Jetzt kommt sie nicht in ihre Autos rein. So. Bäume, sagte ich. Mal gucken, was haben wir denn da Schönes? Was ist das denn? Schwarzkiefer. Man könnte ja auch so einen Frühlingshang machen. Cypress Hill, Bambusbaumgruppe, das ist jetzt nicht das, woran ich dachte. Da haben wir hier so schöne wilder Nadelbaum, der ist nicht nur, der ist gefährlich übrigens. Ein gefährlich wilder Nadelbaum.